Willkommen Leute, zurück zu Fußballmanager 18 in der Köln-Karriere. Wir haben in der letzten Folge Arsenal auseinandergenommen, absolut auseinandergenommen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Und in dieser Folge machen wir hoffentlich in diesem Spiel heute und jetzt gegen Mainz die Meisterschaft klar für uns. Was dann bedeutet, dass wir ja die Chance haben, in dieser Saison zwei Titel zu holen. Die Meisterschaft und die Champions League stehen immer noch ja im Raum quasi, und mit der Champions League sieht es ja sehr, sehr gut aus. 5-0 gegen Arsenal im Hinspiel ist ein, ja, ist schon mal ein Ding für das Rückspiel, das wir eigentlich nicht verlieren können, da wir auch noch auswärts spielen, und wenn wir da noch ein Tor machen, ja, dann sieht es für Arsenal ganz, ganz schlecht aus. Gut, Leute, wir gehen sofort rein. Mannschaft, ich habe einmal durchrotiert. Unsere Offensive hat einen Durchschnittsalter von 20 in dieser Partie. Sonst haben wir auch Leute auf dem Platz stehen, die momentan ja nicht so viel gespielt haben. Zum Beispiel Noah, ne, der braucht unbedingt mehr Einsatzzeit. Selbstvertrauen leidet da gerade. Drunter ist nicht so gut. Wird hoffentlich in den nächsten drei Spielen dann wieder ein bisschen aufgefrischt werden. Und ich hoffe, Impact macht noch ein paar Tore, denn er soll Torschützenkönig werden diese Saison. Und wir wollen ihn auf diesem Weg unterstützen. Wir gehen rein sofort. Bis gleich. Herzlich willkommen, Leute, zum 32. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, und wir machen uns heute gefälligst die Meisterschaft klar. Gegen Mainz wird es ein schweres Spiel. Wir haben dennoch, dass unsere komplette zweite Mannschaft eigentlich fast auf dem Platz ist, wo sich Hector direkt mal in der zweiten Minute die erste gelbe Karte holt, haben wir dennoch eine mega starke Mannschaft auf dem Platz mit einer Offensive, die ein Durchschnittsalter von so ziemlich genau 20 Jahren hat. Das ist echt sehr jung und sehr krass. Mainz natürlich trotzdem eine schwere Mannschaft, hat gegen Bayern gewonnen. Also sehen wir hier in der Bundesliga, selbst wenn die Mannschaften nur 800er Stärke haben oder so, sie sind trotzdem unangenehm. Ja, unangenehm zu bespielen. Ich meine, Mainz kann gegen uns komplett offen spielen. Also hat nichts zu verlieren quasi, weil wir sind der haushohe Favorit. Und wir spielen momentan echt nicht gut. Taktisches Foul von Noah. Das sieht schon mal gerade nicht so gut aus, was wir da abliefern. Ja, einzelne Spieler okay. Kein Spieler wirklich überragend. Ja, wir haben Glück hier gerade. Also das ist echt kein gutes Spiel gegen Mainz. Ich sag ja, Mainz ist unangenehm. Viele gelbe Karten auf unserer Seite. Nicht gut. Echt nicht gut. Schöne Kombination, Daniel trifft, abseits, klar. Klare Kiste hier. Ecke von João Mario, Impact und Bungert liefern sich ein Kopfballduell. Bungert kann sich durchsetzen am Ende. Lössl muss nicht eingreifen. Diese drei gelben Karten, die machen mich gerade extremst nervös, muss ich sagen. Die gefallen mir mal überhaupt nicht. Daniel zieht Richtung Mitte, setzt Impact perfekt in Szene, der umkurvt den Torwart und schiebt den Ball ins leere Tor. Stand knapp im Abseits-Impact, aber das Tor nehmen wir natürlich. Weiter so, Leute. 30. Tor für Impact. Sehr, sehr geil. 30 Tore in einer Saison zu schießen, ist schon echt krass. Also das nehmen wir auf jeden Fall mit. Daniel legt wieder am Fünfer auf für Impact. Klostermann kann sein Bein gerade noch so dazwischen bekommen. Sonst wäre das hier auch wieder sehr gefährlich geworden. Und wieder Daniel. Holt einen Eckball heraus. Ja, Daniel sehr, sehr stark, eröffnet hier das Spiel. João Mario mit der Ecke. Schaut nach der besten Anspielstation, bringt die Kugel hoch herein. Galle köpft ihn wieder aus der Gefahrenzone raus. Also das Tor hat uns hier echt ein bisschen so das Spiel eröffnet. Daniel wieder Flanke zu Hector. Kein Problem für Lössl in der Partie. Eine Minute wird nachgespielt. Halbzeit. So, wir gehen in die Pause mit einer 1-0-Führung. Wäre für uns aktuell die Meisterschaft. Ja, das wäre schon mal sehr cool. Wir gehen auch so in die zweite Halbzeit. Spieler sind konzentriert, wissen, was sie zu tun haben. Wir gehen so rein in die zweite Halbzeit. Alles gut. Wir sagen nochmal Konzentration. Bitte keine gelb-roten Karten kassieren. Hector mit einer guten Abwehraktion gegen Arne Meyer.
Wir lassen unsere Leute mal aufwärmen. Natürlich wird der ein oder andere reinkommen. Diese gelben Karten, die machen mich extremst nervös. Jetzt Tsunade wird verwarnt. Wir holen jetzt Mirino rein und wir holen Julian rein. Zwei gelbe Karten weniger. Macht mich ein bisschen ruhiger. Aber wir haben Dupont leider nicht mitgenommen. Das hätte ich nämlich jetzt auch noch. Obwohl, Noah lasse ich durchspielen. Der muss Selbstvertrauen tanken. Unbedingt. Der braucht die 90 Minuten. Thiago Maia kommt jetzt rein für Serdar. Zentraler Mittelfeldwechsel bei Mainz. Ja, Marius Ecke wird rausgeköpft. Mirino bekommt den Ball, trifft den Außenpfosten. Das war knapp. Schade. Mirino ist momentan echt ein gefährlicher Zeitgenosse. Also wenn du den da zum Schuss kommen lässt, das kann auch mal schnell nach hinten losgehen. Arne Meyer nutzt einen Fehler von Wanyama. Wunderbarer Pass auf Nick Galle, der auf Meyer bringt. Kopfball trifft gegen den Lauf von Olaf. 1:1. Da ist das Gegentor. Leute, was soll das? Was ist denn das? Gegen Mainz. Ich meine, das ist die zweite Mannschaft. Und Noah hat auch kein gutes Selbstvertrauen. Aber unsere Defensive ist bis auf Noah gerade eigentlich unsere Stamminnenverteidigung, also unsere Stammverteidigung. So. Weil zwischen Jerome und Aaron ist jetzt... Ja, okay, Aaron hat gerade eine 88, aber Jerome eine 85, so. Da ist halt nicht so viel Unterschied. Ja, das ist halt zu wenig. Wir wechseln mal. Da kommt dann noch für Lars Paslak rein. Also alles in allem, wenn wir unentschieden spielen, ist das für uns die Meisterschaft, aber viel zu wenig gegen Mainz. Aber wie gesagt, Mainz schwerer Gegner. Haben Bayern besiegt. Und rote Karte für Galle hier. Jetzt sogar noch in Unterzahl. Die letzten 10 Minuten Mainz. Glas wird jetzt hier ausgewechselt. Nach dem Foul an ihm gehe ich da auf Nummer sicher. Impact sehr müde. Ist wahrscheinlich sehr viel gelaufen, hat sehr viel gearbeitet in dieser Partie. Und Mainz kommt hier zu Möglichkeiten. Mainz. Ach, Fußballmanager, warum denn immer und immer und immer und immer wieder? Warum denn? Warum denn immer wieder? Danke, Mario. Danke. Er macht direkt das 2:2 im Umkehrschluss. Krasser Schnitzer von Klostermann. Oh, danke, Mario, ey. Danke, 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 ey. Wow. Wow, 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 wow. Also, wow. Wow. Und jetzt haben wir auch noch so ein krasses Pech. Wahnsinn, 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 ey. Immer wieder gegen solche Mannschaften. Ne? Und versenkt den Ball unten im Eck. Daniel, danke. 3:2. Boah, wir haben es noch gedreht gegen Ende. Wahnsinn. Wahnsinn. Überzahl hat uns dann doch noch gerettet, Alter. 3:2. Was ein Arbeitssieg. Wenn das jetzt hier Arbeitssieg wird. Und Daniel holt sich nochmal die gelbe Karte durch Meckern. Warum? Warum? Schlusspfiff. Das ist die Meisterschaft für uns. GG an die Mannschaft. 3:2 gewonnen gegen Mainz. Es war ein absoluter Arbeitssieg. Mit über 200 Punkten dann mehr am Ende. Haben wir dann doch noch durch die rote Karte profitiert und durch einen krassen Fehler von Klostermann, der sonst eine gute Partie eigentlich gespielt hat. Gehen wir weiter in den Nachbericht.
Ja, Leute, wir haben uns die Meisterschaft gesichert in dieser Saison. Meister sind wir geworden nach dem übertrieben krassen Umbruch, den wir gemacht haben und der wirklich stetigen und vielen Rotationen, die wir ja wirklich dann auch gut durchgezogen haben, ist das doch eine sehr gute Belohnung für uns. Ja, es sind jetzt noch 2 Spiele übrig. Wir sind 11 Punkte weg vom 2. Platz. Also dann war das doch eine sehr eindeutige Meisterschaft in dieser Saison für uns. Haben wir gut gemacht. Nur 2-mal verloren bis jetzt in der Saison. Ja, also Wahnsinn. Man muss einfach mal einen Hut vor dieser Mannschaft ziehen. Mrino im Moment einfach der krasseste Mittelfeldspieler ever. Ja. Beste Spieler momentan Impact mit 2 Punkten und also mit 2 Toren Unterschied und einer 87 durch die überragende Moral. Wenn der jetzt noch eine überragende Form hätte, dann hätte er eine 90 gerade. Momentan absolut Topscorer der Liga und auch Torschützenkönig. Momentan, ja, also sind noch 2 Spiele zu gehen. Wenn er in beiden Spielen gut trifft, dann ist er Torschützenkönig und kürt sich selber einfach zum Man of the Season. So, weil dann hat er uns einfach, kann man glaube ich dann so sagen, dass er uns zur Meisterschaft geschossen hat. Und vielleicht ja sogar auch zum Champions League-Titel. Der ist ja, steht ja auch noch im Raum. Und wir sind nicht mal die unfairste Mannschaft. Ja, also kann man mal so anmerken. Meisterschaft vorzeitig gesichert. Was eine geile Saison war das. Wahnsinn. Und das mit so einer jungen und eigentlich neuen Truppe. So ein Impact, der seine erste Saison macht. Triumph, Meisterschaft haben wir uns mal wieder geholt. Sie ist wieder in Kölle. Geiles Ding, auf jeden Fall mega, 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 mega sick, dass wir diese Meisterschaft klar machen konnten. Sehr, sehr cool. Aber jetzt, ja, jetzt gilt es, jetzt müssen wir dann endlich mal die Champions League klar machen. Haben wir sie überhaupt schon mal gewonnen? Ich glaube nicht, oder? Nee, wir haben sie noch nicht gewonnen. Wir haben 2-mal die Euroleague gewonnen, aber noch nie die Champions League. Und diese Saison wird das klar gemacht, ja? Diese Saison ist das Pflicht. Die Champions League, das erste Mal holen wir uns in dieser Saison die Champions League. Ganz, ganz klare Kiste. So, wir rotieren jetzt gerade einmal wieder zurück auf normal. Holen Julian rein und ja, Wanyama. Dann Aaron kommt auch noch mit rein. Joao Mario und Mirino. Unsere Mannschaft ist einfach strong as fuck. Fabian spielt, dann spielt noch Pulisic und dann spielt noch Pazlak und wir sind auf einer 976. WTF, also wir haben so eine krankstarke Mannschaft auf dem Platz. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Und wir haben das nächste Spiel gegen Arsenal und da können wir den Finaleinzug klar machen und haben hoffentlich ein deutsches Finale. Ja, das wäre nämlich nochmal extra geil. Extra. So, Arne soll zurückkommen. Sagen wir mal, er kommt zurück erstmal. Ja, Peter Matthias kommt zurück. Auf jeden Fall. Den wollen sie gar nicht haben. Tim Davidson kommt zurück. Hat sich um 7 Punkte verbessert. Das ist gut. Das ist gut. Dann Teratox kommt zurück. Markus kommt auch zurück, hat sich, what the fuck, Alter, wie er sich verbessert hat. Also die Laie war bei ihm einfach Gold wert. Dann Matthias Simon. Nürnberg kommt auch erstmal zurück, ihr werdet nicht einfach so in Laien verkauft, wenn verkaufen wir euch im Stream. So, da kommen jede Menge, auch Presser. Hat sich gut verbessert, ist gerade verletzt. Die Entscheidung ist positiv. Also ich glaube, damit wechselt Simon. Cristiano kommt auch zurück. Hat bei Neapel Stamm gespielt. Und ey, warum wird denn keiner von uns Fußballer des Monats? Ey, wir ballern hier alles weg. Wahnsinn. So, und wir gehen rein direkt in das Spiel gegen Arsenal. Ich bin heiß. Ich will das jetzt einfach klar machen. Ne? Angebot für Thorsten. Das nehmen wir an.
Natürlich erhalten wir die ohne Auflagen. Sehr schön. Übrigens ist was Krasses passiert. Unser Esteban wurde sich umsonst geschnappt. Da habe ich mal wieder gefettfingert. Und jetzt wechselt er einfach umsonst zum FC Sion. Wahnsinn. Wahnsinn. Da wurde er einfach mal so weggeschnappt. Ich meine, wir hätten ihn wahrscheinlich eh verkauft in der nächsten Saison. Aber nicht ablösefrei. Und jetzt geht er einfach ablösefrei zu Sion. Das ist mega belastend. Aber okay, ist halt der Dritte, der uns jetzt ablösefrei verlässt. Und bei zweien habe ich gefettfingert. Bei zweien habe ich gefettfingert. Einen habe ich absichtlich ablösefrei gehen lassen. Aber ja, das ist natürlich ein herber Verlust jetzt. Ablösefrei das Ganze. Gut, Leute, wir gehen direkt rein ins Spiel gegen Arsenal. Gar nicht lange rumschnacken. Wir machen heute das. Wir machen jetzt das Finale auch noch klar. Ja, Meisterschaft haben wir schon klar gemacht. Das Finale machen wir jetzt auch noch klar. Gehen wir rein. Bis gleich. So, Leute, willkommen zum Rückspiel im Champions League Halbfinale. Wir mit unserer Mannschaft, die gerade die Meisterschaft in der Liga klar gemacht hat. Mbemba wird mit riskanten Rückpass auf Timo Horn gezwungen. Eckball für uns. So, wir haben heute natürlich nach diesem überragenden Hinspiel eine sehr, sehr gute Chance, ins Champions League Finale zu kommen. Ja, 5:0 haben wir das Hinspiel gewonnen. Das wäre ein Wunder, wenn wir das hier nicht schaffen. Ja, das wäre also so Paris-Barca-Niveau wäre das. Jetzt verletzt sich auch noch Hector Bellerin. Also der Fußballmanager möchte einfach nicht, dass Arsenal hier weiterkommt, habe ich das Gefühl. Also dauernd verletzt sich jemand bei denen. Benjamin Henrichs kommt jetzt aber rein. Also auch kein schlechter, den die da noch bringen können als Rechtsverteidiger. Da müssen wir aufpassen. Oder der wird unseren Offensiven das Leben auf jeden Fall schwer machen. Wir sehen hier, wir haben aber eine ultra starke Truppe. Ja. Keiner unter einer 85. Alle durch die Moral so krass nach oben gepusht. Das ist Wahnsinn. Wir sind jetzt weit aufgerückt, greifen die Verteidiger früh an. Jimenez macht den Fehler. Mirino schnappt sich den Ball. Toller Pass auf Impact und der Ball zappelt im Netz. Impact macht da weiter. Nice. Nice, 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 nice. Wir behalten uns hoffentlich unsere Form. Ja, wir müssen ja in der Liga dann auch noch. In der Liga werden wir natürlich wieder rotieren. Gar keine Frage. Aber wir müssen unsere Form oben halten. Für das Champions League Finale dann. Und es sieht momentan sehr, sehr gut aus. Xhaka jetzt mit der gelben Karte. Und es sieht so aus, als würden wir hier Arsenal komplett vorführen. Wie sieht's aus? Bayern 1:0 vorne gegen Chelsea. Ja, nächste gute Möglichkeit für uns nochmal. Pazlak luft den Ball über Mbemba hinweg. Schießt danach aus 8 Metern aufs Tor und Horn reißt die Hände hoch und rettet. Alter, Pazlak, was war das denn? Yo. João Mario übernimmt die Ecke, hebt die Hand, macht ein Zeichen mit dem Finger. Xhaka ist da, klärt Postwenden per Kopf. Wir sind hier einfach 6:0 vorne. Gegen Arsenal. Also nach Hin- und Rückspiel jetzt. Das ist verrückt. Das ist absolut verrückt. Stark vorgetragener Angriff von uns. Mario muss nur noch einschieben. Spielt nochmal ab auf Pazlak. Der zögert nicht den Bruchteil einer Sekunde und verwandelt den präzise ins flache Eck. 7:0. Wahnsinn, was tun wir hier gerade? Was ist das? Und ich kann auch einfach nicht aufhören aufzunehmen. Ich werde langsam heiser. Ich merke schon, dass ich morgen den ganzen Tag nicht reden kann. Ist mir aber scheißegal. Ja. Ich muss das jetzt hier zu Ende aufnehmen. Ich muss das zu Ende aufnehmen. Ich bin schon, glaube ich, seit 3 oder 4 Stunden am Aufnehmen. Und ich muss das einfach zu Ende machen. Jeder Spieler, ihre Spieler sind sich sicher, dass es mit der nächsten Runde klappt. Das will ich auch hoffen für euch, dass wir ins Finale einziehen. Und den ersten Champions League-Sieg der Karriere einfahren. Ja. Und das mit der Mannschaft, nachdem wir so einen krassen Umbruch gemacht haben, wäre das einfach nur... What? Warum nicht gleich so? Hat ja dann nur... In der wievielten Saison sind wir? 7, 8 Saisons gedauert. Bis zum Champions League-Sieg. Wahnsinn. Also ich glaube, das ist wirklich die Karriere, in der ich dann... Ja, wirklich. Das ist die Karriere, in der ich am längsten gebraucht habe, einen Champions League-Titel zu holen. Das ist sonst immer vorher passiert.
Mireno schickt nochmal Impact steil. Aber Schuss, bei dem Schuss ist Horn zur Stelle. Wir wechseln jetzt mal. Fabian geht raus, dafür kommt Sascha rein. Der bekommt auch noch die Einsatzzeit in der Champions League. Und wir sind ja momentan so hart on fire. So hart. Wahnsinn. Sky kommt jetzt nochmal rein. Ja, ehemaliger Spieler von uns für Lewis Cook. Wahnsinn, ey. Der ja wirklich eine krasse Karriere hinter sich hat, Sky, ne? Also, hat schon gespielt bei Atletico Madrid, spielt jetzt gerade beim amtierenden englischen Meister und auch wahrscheinlich jetzt diesjährigen Meister. Krasse Karriere, die er da gemacht hat. Wurde ja von uns verkauft, weil sein Talent gedroppt ist und hat sich das Talent dann wiedergeholt. Impact fängt einen Pass ab von Mbemba. Na? Geht aber über die Latte drüber. Beim Football wären das 3 Punkte gewesen. Wir wechseln mal. Pasak geht raus. Und ja, das lassen wir erstmal so. Lars kommt nochmal rein. Der auch gerade eine 83 hat. Wir sind hier so hart on fire. Und wenn wir jetzt noch weiterkommen gegen Arsenal und auch noch im Champions League Finale sind, dann kann das eine der krassesten Saisons werden, die wir bis jetzt gespielt haben. Und das mit einer Mannschaft, wo wir so viel geändert haben diese Saison. Wahnsinn. Auch die Fans haben aufgegeben. Ja, das kann man, glaube ich, zu der Zeit dann auch mal langsam ja, tun. Ich glaube, also selbst wenn man Hardcore-Fan ist und an alles glaubt, ist doch in so einer Situation, ich glaube, da ist auch da der Glaube langsam zu Realismus geworden und man sieht, die Mannschaft hat einfach keine Chance. Gar keine. Also wir haben ja selbst hier jetzt wieder 61% Ballbesitz insgesamt. Und 2 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Wir kriegen hier nochmal die Möglichkeit über die Ecke von João Mario. Horn kommt raus, fängt die sicher ab. Aber für Arsenal ist es dann nichts gewesen. Und wir sind sehr, sehr solide weiter ins Champions League Finale gekommen gegen Bayern, glaube ich. Ich glaube, es ist ein deutsches Finale. Weil Bayern und Chelsea einfach 3-3. Wir gehen weiter, gucken uns das an. Wir gewinnen 7-0 nach Hin- und Rückspiel gegen Arsenal, den amtierenden englischen Meister und aktuell auch Erster in der Tabelle. Muss man einfach mal so sagen. Wir haben sie dominiert. Sie hatten keine einzige Chance. Sie haben nur 39% Ballbesitz gehabt. Wow. Und Bayern siegt nach Auswärtstoren. Wir haben ein deutsches Finale. Und wir haben gegen Bayern bis jetzt jedes Spiel diese Saison gewonnen. Das, meine Damen und Herren, könnte der erste Champions League-Sieg unserer Karriere sein. Und den, wenn wir das jetzt nicht schaffen, ja, dann werde ich, glaube ich, mad. Dann werde ich, glaube ich, echt mad. So, Fanartikelverkauf ist fertig gebaut. Da werden wir auch dann direkt jetzt nochmal weiterbauen. Auf 9, weil dann können wir das hier nämlich weiter ausbauen auch. Wow, 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 ey. Wow. Also, Wahnsinnskiste. Wahnsinnskiste. So, wir holen uns jetzt noch das Spiel gegen Hannover und dann gibt's Berlin und Bayern in der nächsten Folge. Boah, krass. Krass, krass, krass. Nationalmannschaft haben wir keinen Bock drauf, ist uns egal. Auch wenn da gerade Frankreich und Spanien waren. Wir sind auf einer 981. What the fuck? What the fuck? Also die Moral, die ist ja gerade mal anders als anders. Was zur Hölle? Also wir lassen auf jeden Fall jetzt wieder die zweite Mannschaft spielen. In dieser Partie. Was zur Hölle, ey. Was zur Hölle.
Fabian mit einer 89. So. Und ich hoffe, Impact haut jetzt noch zwei Dinger rein oder so und macht damit die Dings klar. Und macht damit einfach den Torschützenkönig klar. In der Champions League habe ich schon geguckt, da ist er leider nicht. Da ist er weit weg vom Torschützenkönig. Das wird Lewandowski. Mit 15 Toren in der Champions League ist das einfach überragend. Der hat wieder echt gezeigt, was er drauf hat. Auch Wahnsinn einfach, was der da geleistet hat noch mit seinem Alter vor allen Dingen. Aber in der Liga, yo. Wir sind so krass. So, wir gehen direkt rein ins Spiel gegen Hannover auch noch. Wahnsinn. Leute, willkommen zum 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir sind Meister. Wir sind im Champions-League-Finale. Heute nochmal komplett eine zweite Mannschaft auf dem Platz. Ich hoffe natürlich, sie machen trotzdem das Beste draus. Hector mit einer guten Aktion. Einmal ein Haken, bleibt hängen. Hat er verkackt. Das Ganze. Unsere Mannschaft ist momentan jenseits von Gut und Böse, was die Form angeht. Jenseits von Gut und Böse, was die, was einfach das Spielen angeht, ja. Wir machen momentan, also wir spielen einfach einen krassen Fußball, ja. Wenn wir es, also wenn wir irgendwann mal es verdient haben, die Champions League zu gewinnen, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Und Sascha macht hier das Tor, aber war im Abseits. Okay. Konzentration, Leute. Ich meine, der Champions, in der Liga geht es für uns um gar nichts mehr. Ja, da sind wir sowieso Meister. Aber wir wollen natürlich gewinnen, dass wir unsere Moral und unsere Form vor dem Champions-League-Finale oben halten. Und das sieht schon mal nicht so gut aus hier in der Partie. Ist natürlich auch wieder Hannover, 13. Platz. Ja, Flachschuss von Mario ins linke Eck. Torwart sieht da auch nicht gut aus. Tor. Jetzt ist aber das 1:0 da, endlich. Dankeschön. Ciao Mario wieder. Und auch er, ich sag's immer wieder, auch er einer der wichtigsten Leute und der besten Transfers, die wir jemals gemacht haben. Ciao Mario. Klares Foul von Golovin an Sascha Janssen. Der kriegt dafür die gelbe Karte. Hat ja heute auch, oder gestern eher gesagt, hat ja auch bei Russland wohl sehr gut gespielt. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil es mich echt ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert hat. Ja, erste Halbzeit 1:0 in Führung. Ich denke, das kann man so machen. Noah halt immer noch kriegt Punkte abgezogen wegen seiner schlechten, wegen seinem schlechten Selbstvertrauen. Ich hoffe halt, dass er das noch ein bisschen ablegen kann in den letzten Partien, die wir hier machen in der Liga. Grödler fasst sich ein Herz, hält drauf, Ecke. Olaf hat gut aufgepasst. Und auch Olaf muss man mal hervorheben in dieser Saison. Da unterläuft er direkt mal einen Eckball. Und macht hier direkt mal einen übertrieben krassen Fehler. Warum lobe ich die Leute eigentlich? Immer wenn ich Leute lobe, geht's voll nach hinten los. Krasser Fehler von Olaf, unterläuft den Eckball. Golovin muss nur einschieben. Warum mache ich sowas? Warum lobe ich Leute? Dann sagt mir der Fußballmanager immer im Umkehrschluss, nein, ist der nicht. Nein, der ist nicht so gut, wie du denkst. Zwei schnelle Pässe, dann ist Impact alleine auf dem Weg zum Tor. Tor, dann Deitel eilt herbei. Impact, blitzschnelle Drehung, genialer Querpass auf Lars. Oberkante der Latte. Also Lars macht den nicht rein. Von Impact war das überragend. Aber Lars macht den einfach nicht rein. Wahnsinn. Also so ein Ding habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Hector dreht sich am rechten Strafraumeck um Baumgartel, schlänzt aufs Eck am Winkel vorbei. Schade. Sulemani kommt jetzt hier rein für Jörg Link. Auch ein ehemaliger Spieler von uns. Also Hannover, auch eine Ansammlung an ehemaligen von uns. Sadi Özcan, Golovin, Jörg Link, Christian Clemens.
Ich glaube, die Baumgartel hatten wir nie, ne? Aber trotzdem, einige ehemalige von uns und Hannover kommt schon wieder vors Tor und kriegt eine gute Möglichkeit. Ey, ich werd nicht mehr. Lächerlich. Grober Schnitzer von Jedwai. Warum lasse ich ihn spielen? Warum lasse ich Jedwai spielen? Ja, klar, verlieren wir. Wir bomben Arsenal 5-0 weg, aber dann verlieren wir jetzt halt einfach gegen Hannover. Ganz klar. Ganz, ganz klare Kiste, Jedwai. Halt dein Maul, weg mit dir. So. Der nervt mich gerade so hart, ne? Ja, Sascha wechseln wir auch mal aus. Auch kein gutes Spiel von ihm. Lächerlich einfach schon wieder, sowas hier zu verlieren, ne? Aber das ist halt immer wieder so diese Sache gegen Mannschaften, die halt echt mega schwach sind. Du verlierst halt einfach. Da muss ich mich irgendwann mal mit abfinden einfach, aber mich macht das immer wieder wütend, ne? Gerade weil das uns jetzt aus unserer übelsten Form rausreißen wird. Durch diese ganzen Vierernoten und Dreieinhalbernoten und sowas. Das ist so lächerlich schon wieder. Sally Özcan. Golovin mit der gelb-roten Karte wegen verzögerten Freistoß. Dümmste gelb-rote Karte ever. Und vielleicht bringt uns das ja auch wieder ran. Wir sagen jetzt auch mal volle Offensive, Jungs. Wir haben nochmal einen Wechsel. Ach, ich will Impact nicht auswechseln. Die Form wird krass runtergehen von ihm. Kommt Pazak nochmal rein mit seiner 91. Was macht hier Hannover gerade? Torschuss nach Pfiff, verzögerter Freistoß. WTF? Die spielen gerade richtig asozial. Kann man das... Ey, was zur Hölle? Die versuchen das mit allen Mitteln über die Bühne zu bringen. Ist ja auch verständlich irgendwo. Uns juckt das halt gar nicht eigentlich. Aber es ist halt trotzdem wie der Fußballmanager, wie er lebt und lebt, ne? Fußballmanager, wie er lebt und lebt. Schlenzer von Fabian. Ist Glück deutlich. Ah, Fabian, Laufweg, trägt den Ball 30 Meter nach vorne. Pass auf Impact, der schießt sofort. Kopf von Donati ist im Weg. Ecke. Wir machen kein Tor mehr, Leute. Da könnte aber für. Ciao, Mario. Impact verlängert schön. Natürlich bedrängt Fabian den Torwart. Und natürlich wird das sofort abgepfiffen. Daniel zieht von rechts in die Mitte. Impact. Setzt er perfekt in Szene, der umkurvt den Torwart. Und schiebt den Ball ins leere Tor. Danke, Impact. 2-2. Schön. Impact noch mit seinem 31. Tor. Jetzt ist mir eigentlich alles egal. Das 2-2 nehme ich mit. Spiel war schon wieder abnormal scheiße von der Mannschaft. Aber gut, was soll man noch erwarten gegen Hannover? Ist ja nicht so, als würden wir Arsenal auseinandernehmen. Gegen Hannover muss man nicht gut spielen. Nee. Wir gehen in den Abbricht. Gut, Leute. War alles andere als ein gutes Spiel. Jedwai hat sich schon wieder komplett auseinandergenommen. Sonst die Mannschaft, ja, wird jetzt auch nicht mehr die beste Moral. Doch, Moral sieht das doch immer noch gut aus. Außer Jedwai, der geht mir mega auf die Eier momentan. Also der ist wirklich der, den lasse ich auch draußen jetzt die nächsten Spiele. Der geht mir richtig hart auf die Eier, der bekommt mal eine Denkpause. Ja, sonst haben wir eigentlich Hannover gut unter Kontrolle gehabt. Impact hat nochmal sein Tor gemacht. Wir haben unentschieden gespielt, sind immer noch 10 Punkte weg. Schalke mittlerweile Zweiter. Bayern hat verloren. Ja, Bayern in einer kleinen Krise. Ist gut. Ist gut für uns. Vorm Champions-League-Finale. Natürlich heute keiner von uns dabei. Wir waren auch richtig unterirdisch. Impact mittlerweile 3 Punkte oder 3 Tore vor dem Zweiten. Und das sollte doch jetzt der Torschützenkönig sein für ihn. Wenn jetzt Sapunic nicht noch 4 Tore macht im letzten Spiel, dann sollte das doch das sein. Und Topscorer ist er, denke ich, so oder so. Ja, da ist nur Selke ihm noch auf dem Fersen. 1A-Saison von Impact. 1A-Saison. Und der macht auch momentan echt den Unterschied. Und das mit 20 Jahren. Muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Mit 20 Jahren.
Wahnsinn. Gut, Leute, das war's für diese Folge. Nächste Folge gibt es dann Berlin und ich glaube, wir lassen Scherb auch ablösefrei gehen. So. Sollen die alle gehen? Ist okay, es kommen ja eh wieder mega viele nach und ich hoffe, die Leute setzen sich dann da durch. Olaf fühlt sich stark unterbezahlt, halt dein Maul. Du hast gerade erst einen neuen Vertrag du hast noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Den können wir noch verlängern. Und Bechtold fühlt sich auch unterbezahlt. Den möchte ich allerdings auch verkaufen in der nächsten Saison. Jedwey ist sowieso gesperrt. Der kriegt auch keinen Einsatz mehr diese Saison. Der geht mir dafür viel zu sehr auf den Nerv. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns wieder. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert, teilt den Kanal oder sonst irgendwas. Wenn ihr wollt, dass der Kanal noch ein bisschen wächst. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Meisterschaft haben wir klar gemacht. Im Finale der Champions League sind wir auch. Und ich hoffe, dass wir die Champions League klar machen werden. Oder, ach, wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Champions League gibt's in der nächsten Folge alleine. Wir machen jetzt noch das Spiel gegen Berlin in dieser Folge. Und dann gibt's in der nächsten Folge das Spiel in der Champions League. Weil das ist ein ganz, ganz besonderes Spiel. Denn das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft, uns da irgendwie durchzusetzen. Ich weiß nicht, ob ich Verstärkung hole, mein Gott. Und dann haben wir auch in der nächsten Folge einen schönen Überblick oder machen wir einen schönen Überblick über alles. Gehen jetzt rein nochmal mit der Mannschaft, Impact natürlich nochmal auf den Platz. Der Rest der Mannschaft auch nochmal so auf den Platz und dann gehen wir rein, machen die Meisterschaft klar, komplett. Können wir dann auch direkt schon mal die Meisterschaftsfeier abhalten. Das machen wir jetzt nach der Champions League. Übrigens sehe ich gerade, die Champions League ist am gleichen Tag wie das Juniorenpokalfinale. Gehen wir rein, bis gleich. Herzlich willkommen, Leute, zum letzten Spieltag in dieser Liga-Saison. In der Bundesliga, wir sind immer noch Meister. Wir sind immer noch im Champions-League-Finale und Impact holt sich hier direkt mal die gelbe Karte wegen Trikotzupfen in der ersten Minute. Stark. Herr Impact und Noah verletzt sich. Na, das wird ja schon mal ein richtig, richtig geiles Spiel und wir können jetzt eigentlich nicht richtig auswechseln. Machen wir so. Kommt halt Eichhorn rein. Spielt er halt auf links. Was ist das für ein Spiel jetzt schon? Dann verspricht er schon wieder richtig nervig zu werden. Impact schießt aufs Tor. Abseitshöfe hat er leider nicht gehört. Zum Glück kriegt er dafür nicht die gelbe Karte. Eben hat einer die gelbe Karte dafür gekriegt. Dann wäre jetzt bitter im letzten Spiel. Impact draußen. Meinte ich, Abseitsstellung wird zurückgepfiffen. War gleiche Höhe. War wohl gleiche Höhe. Aber es ist schon wieder gegen Hertha, das wird schon wieder so ein ätzendes Spiel werden, Leute. Das sage ich, guckt euch das an. Ja, es ist schon wieder so ein ätzendes Spiel. Das ist so, gegen solche Mannschaften, da reißen wir halt einfach irgendwie nicht viel. Es kann es jetzt egal sein, klar, aber guckt euch das mal an, Alter. Das ist doch so, du kannst eigentlich pauschal sagen, dass 12. Platz und drunter spielst du echt scheiße. Die meiste Zeit. Wahnsinn. Ciao Mario. Legt sich mal zurecht. Läuft an. Genau auf den Mann. Packt sicher zu. Was ist das für Situation? Oh. Nasenbeinbruch. Ei. Gute Besserung. Ist keine lange Verletzung zum Glück. Freut euch. Klasse Diagonalpass. Hector auf Daniel. Der erreicht ihn an der Grundlinie oder vor der Grundlinie. Hat Zeit auf Ciao Mario zu warten. Und der nickt aus 9 Metern wuchtig ein. Schön, danke. Lasst bitte Impact nochmal treffen. Dankeschön. Deli kommt rein. Für den verletzten Ebeschilio. Keine Ahnung, wir gucken mal auf Ursa Gladbach, ne? Und auf Bayern. Ja, also die dürfen nicht treffen da. Passiert hier noch was? Okay, geht weiter.
Hector kriegt auch mal die gelbe Karte, hat auch eine 5. Stark. Also solche Spiele sind irgendwie immer richtige Krampfspiele. Tätigkeit. Was ist los mit dir, Hector? Warum? Bringt doch überhaupt nichts mehr. Wir sind doch Meister. Das ist das letzte Spiel. Es geht um gar nichts mehr. Und da hauen die nochmal so eine Scheiße raus. Wahnsinn, ey. Muss keiner verstehen. Oh, Impact zieht ab. Oh, und zwingt den Torwart zu einer tollen Parade. Mann! Mach den rein, Impact. Gönn dir. Werd Torschützenkönig. Bitte. Vermeintliche Abseitsstellung von Impact wird zurückgepfiffen. War wohl gleiche Höhe. 3 Minuten werden oben draufgelegt. Und wir gehen in die Pause. Also die letzten Spiele werden nochmal echt anstrengend zum Zugucken, wie ich finde. Wahnsinn. So, wir lassen hier, vor allen Dingen lasse ich einfach Noah. Da kriegt er die Möglichkeit und verletzt sich einfach. Was für eine Scheiße. Gut, wir gehen weiter in die nächste Halbzeit. 2 gelbe Karten. Ich hoffe, Hector wird sich noch ein bisschen verbessern. Die Spieler sind konzentriert. Wissen, was sie zu tun haben. Ich hoffe, dass sie es wissen. Weiter Ball von Sascha in die Spitze. Torhüter stürmt aus seinem Tor heraus. Daniel ist zuerst am Ball. Spitzelt das Leder vorbei. Verfehlt aber das Tor. Okay. Okay. Gut. Kein Problem. Glanzparade, Olaf. Geil. Geiles Ding, ey. Sehr schön. Dass er eine gute Note hat, freut mich auch noch. Sogar sehr. Oh, Mario lässt ihn auf der Brust abtropfen, dreht sich. Aber Dulutas ist am Tor. Wer auch immer Dulutas ist. Lass unsere Leute mal aufwärmen. Lars verlängert einen Einwurf zu Impact, der alleine vor Dulutas ist. Schießt aber am Tor vorbei. Impact, was ist denn los mit dir? Im letzten Spiel, gönn dir doch. Und schon wieder wäre Rot die richtige Entscheidung. Ohne Witz, wie oft ist das jetzt schon passiert, dass der Gegner keine rote Karte da gekriegt hat? Das ist doch schon nicht mehr lustig. Olaf macht aber heute auch ein sehr gutes Spiel, muss man sagen. Oh, wir sollten vielleicht mal wechseln. Obwohl, sollten wir wechseln? Ich weiß nicht. Impact lassen wir weiter spielen. Kann Tobias noch woanders spielen? Wechsel mal Lars aus und bring dafür Tobias rein. Der Rest kann eigentlich durchspielen. Sascha bringt mit einer schönen Körpertäuschung in Schussposition, scheitert aber aus 20 Metern am Torwart der Berliner. Der 69er Stärke hat. GG. Krasser Torwart. Die Uhr trägt momentan unsere Farben, was uns eigentlich vollkommen egal sein kann. Nochmal. Schuss von Hector wird abgefälscht. Zur Ecke. Ecke Jao Mario. Kopfball Wanyama 2-0. Ganz unkompliziert. Danke. Es geht ja doch noch. Jetzt noch ein Ding von Impact und ich bin vollkommen zufrieden. Aber stand im Abseits. Schade, Impact. Darida kommt rein für Vogt nochmal.
Also wirklich, die letzten Partien in der Liga, die sind, wir gewinnen zwar 2-0, aber die sind trotzdem anstrengend zum Zugucken, finde ich. Aber Olaf macht diese, also generell machen wir ein gutes Spiel. Also die Noten, die sind sehr gut in der Mannschaft, ne? Vor allen Dingen Sascha wieder mit der 1 als Durchschnitt. Mario wieder im Abseits. Viel im Abseits in dieser Partie. Also einige Leute haben hier eine richtig gute Form jetzt. Hier nach. Impact. Kein Tor. Ich hoffe, die anderen haben nicht getroffen. Wenn er jetzt im letzten Spiel das sich vermasselt hat, der Torschützenkönig zu werden, dann, ja. Wäre das sehr, sehr belastend. Aber seine eigene Schuld. Ich meine, er hatte so viele Möglichkeiten. Aber das würde halt nochmal seine Saison einfach nur krönen. Wenn der jetzt noch Torschützenkönig wird, dann würde das einfach nur ultra abrunden. Und dann noch der Champions-League-Titel oben drauf. Und dann ist er wahrscheinlich immer noch nicht für die Nationalmannschaft nominiert. So, hier ist pünktlich Schluss. Wir gucken rein, das war ein gutes Spiel. Wirklich doch, wir sind Meister. Offiziell sind wir jetzt Meister. Nice, wir bekommen die Schale. Mega, mega geil. Dann am Ende noch sogar mit, ja, 11 Punkten Unterschied Meister geworden. Dortmund 2., Bayern 3., Schalke 4., sehr, sehr knapp hier alles. Bis auf uns, bis auf wir, ist hier wirklich alles sehr, sehr knapp. Und Dortmund ist dieses Jahr echt mit den Toren sehr eskaliert. Beste Defensive hatten wir. Beste Offensive hatte Dortmund. Da sind wir nur Dritter. Ist aber trotzdem Meister geworden, weil die Defensive gewinnt Meisterschaften, Freunde. Ja, merkt euch das. Gut, wir gehen weiter. Und das Erste, was uns interessiert, beste Spieler. Impact ist Torschützenkönig geworden und Topscorer. Nice. Ja. Sehr geil. Torschützenkönig, Impact. Wir haben eine gute Saison, also wir haben eine unfassbar gute Saison gespielt. Also gute ist untertrieben. Wir haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Mit dieser Mannschaft, die echt einen großen Turn hinter sich hat. Olaf, ja, neuer Torwart, wird rangeführt, hat sich extrem verbessert in dieser Saison. João Mario geholt, überragender Leader geworden, der Typ, ja. Wahnsinn, bringt die Mannschaft nach vorne, treibt sie nach vorne. Sascha genauso. Ja, diese Saison wirklich nochmal mega stark bei uns unterwegs gewesen. Fabian. Also wir haben so viele Leute, ja, Julian geholt, in der Innenverteidigung unersetzlich geworden mit einer 89. Also wir haben so viele geile Leute diese Saison. Auch ein Eichhorn und ein Jerome und Noah auch, trotz dass er nicht viel gespielt hat. Ja, er war der Einzige, der in der Saison jetzt nicht wirklich viel gespielt hat. Und sich ja jetzt leider dann auch noch verletzt hat. Aber trotzdem, es war super, ist eine super Saison von uns gewesen. Ja, Chancenverwertung waren wir jetzt nicht die besten. Aber wir haben, glaube ich, gezeigt, dass man auch, wenn man rotiert und auch, wenn man Risiken eingeht, und Sascha heute bester Mann gewesen, zusammen mit João Mario und Wanyama, sehr, sehr schön, dieser Schnauzer steht ihm sehr gut, dass man auch, wenn man Risiken eingeht und viel in der Mannschaft tut, dass man sehr erfolgreich sein kann. Ich meine, wer hätte gedacht, dass wir diese Saison so durch die Decke gehen und das Impact vor allen Dingen so hart durch die Decke geht. Also ich hätte es nicht gedacht, ja. Ich hätte gedacht, das dauert locker noch 2 Saisons und jetzt ist er einfach mal in der ersten Saison, die er bei uns spielt, auf diesem Niveau Torschützenkönig in der Bundesliga geworden. Ja, also er hat ja auch schon bei Union nicht schlecht getroffen, aber alleine wenn man sich das mal so überlegt, du spielst ein paar Jahre in der Reserve, wirst dann eine Saison verlieren, spielst zweite Liga, bist da gut. Ich glaube, da war er auch Torschützenkönig in der Saison. Ne, in der letzten Saison in der Bundesliga war er, glaube ich, auch mit 18 Toren Torschützenkönig. Kommst dann in die erste Liga, wirst ins kalte Wasser geschmissen und bist da einfach, schlägst da einfach so krass ein, dass du da auch Torschützenkönig wirst. Einfach krass. Einfach nur krass und mega unerwartet. Jetzt bleibt noch, ja, jetzt bleibt noch das große Letzte. Und das, meine Freunde, gibt es wirklich erst in der nächsten Folge.
Ja, da lasse ich euch jetzt mal einen kleinen Cliffhanger offen. Ja, wir wollen ja auch auf die Klicks kommen, ne? Nein. Aber einfach nur das letzte Spiel, das besonders, also das ist spannendste Spiel, denke ich, diese Saison. Einfach mal übrigens Impact Raptor in der Mannschaft des Jahres zusammen mit João Mario und Dupont. Das unterschreibe ich. Ja, Mannschaft des Jahres ist da. Als Torschützenkönig natürlich. Ja, und wir kriegen sogar die Prämien für den ersten Platz. Sehr, sehr schön. Übrigens unser Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer, bester Deutscher, den ich da gefunden habe. Fand ich sehr interessant. Kümmert sich um unsere Finanzen, der Gute. Und Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Da machen wir dann die komplette Übersicht und holen uns vorher erstmal die Champions League. Ja, bis dahin, Leute.